Rekordspieler, Trainer, Legende Joe Enox, sogar eine Tribüne haben sie an der Bremer Brücke nach ihm benannt. Jetzt ist er als Gegner zu Besuch. Seine beiden bisherigen Duelle mit dem FSV Zwickau hat er gegen Osnabrück verloren. Und heute, die Richtung auf dem Rasen wird sofort deutlich. Zwickau zuletzt zweimal ohne Gegentor, setzt auf eine stabile Defensive. Osnabrück übernimmt sofort die Kontrolle auf dem Platz. Auch Dag Haider, Marc Haider, erste Kopfballchance in der 26. Minute. Auch weil sich Rheintaler und Brinkies da vorher nicht eilig waren. Zwickau hat genauso oft verloren wie der VfL, aber schon sechsmal unentschieden gespielt. König und Lokotsch, heute zwei große Mittelstürmer. Gomez weicht auf die Flügel aus. Hier ist er am Ball. Und ja, der erste Schuss aufs Tor von Gomez. 28. Minute. Nicht wirklich gefährlich. Die gefährlichere Mannschaft bleibt der VfL Osnabrück, der hier mit Opoku kommt, das ist erneut Haider, Haider und er verpasst Kunze, nur ganz knapp. Marc Haider war an 9 Saisontoren beteiligt und jetzt fast am 10. Treffer. Es bleibt beim 0:0, Daniel Scherning, die Leistung seiner Mannschaft okay, das Halbzeitergebnis eher weniger. 0:0, in der zweiten Halbzeit passiert lange nichts. Osnabrück spielt inzwischen mit dem Meppen-Matchwinner Sören Bertram und er kommt hier an den Ball, spitzer Winkel. Die 70. Minute, die Chance zur Führung für Sören Bertram. Klein Hansel mit der Flanke, aber ein spitzer Winkel für Bertram, der sich dann nur 9 Minuten später verletzt. Und in der folgenden Szene ist der VfL Osnabrück in Unterzahl, weil Bertram behandelt wird. Was macht eigentlich der King? Ronny König in seinem 222. Drittligaspiel. Noch nicht viel zu sehen von ihm. Da ist er, kommt an den Ball und dann Tor! Tor für den FSV Zwickau! Ronny König, 38 Jahre, 4 Monate. Er ist der drittälteste Torschütze der dritten Liga und tunnelt noch Guganik, seinen Gegenspieler, für König. Das erste Tor im 8. Spiel in Osnabrück an der Bremer Brücke. Die Führung für Zwickau. Osnabrück bringt 2 neue Stürmer und einen offensiven Mittelfeldspieler. Aber ein Abwehrspieler hat die nächste Chance. Omar Traoré. Für eine Flanke war das zu hart. Der Schuss von Klaas wird abgeblockt. Traoré weiß nicht, schieße ich oder flanke ich. Das ist so eine Mischung aus beidem. Und dann die letzten Sekunden. Joe Enox, es ist geschafft. Der erste Zwickauer Sieg an der Bremer Brücke und für ihn, Enox, ein ganz spezieller Erfolg, ein Heimsieg im Auswärtsspiel sozusagen. Wir haben halt versucht, halt gerade diese Bälle, die Klaas und Köhler und Kunze, die halt reinspielen im Zentrum, die zu verteidigen, indem wir halt Zentrum verdichtet haben. Das ist uns gut gelungen. Ich glaube, es war vielleicht nicht verdient gewesen, aber es tut uns sehr, sehr, sehr gut. Was müssen Sie Ihrer Mannschaft heute hauptsächlich vorwerfen? Ja, dass wir nicht konsequent in der gegnerischen Hälfte oder letztendlich in der letzten Konsequenz im letzten Drittel waren. Ja, wir haben viel von dem gemacht, was wir machen wollten und machen mussten. Wir haben viele zweite Bälle gewonnen. Aber das, was daraus dann sich entwickelt hat, war zu wenig, um Tor zu erzielen. Und deshalb Frust beim VfL. Die Osnabrücker haben die Tabellenspitze verpasst. Und Zwickau, ja, muss man sagen, da stimmen im Herbst die Abwehrkräfte, wieder zu Null gespielt. Der FSV ist jetzt seit 4 Spielen ungeschlagen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.